So, herzlich willkommen. Hören uns alle? Wäre super, wenn ihr einmal im Chat schreiben könntet, ob uns alle hören. Sehr gut. Ja, das hört sich gut an. Dann herzlich willkommen zum Webinar Typo 3 Starter Kit. Mein Name ist Philipp Stranghöner und bei mir ist noch Hannes Strangmeier, der gleich den zweiten Teil des Webinars übernehmen wird. Okay, dann starten wir erstmal mit einem grundlegenden. Genau, wir haben quasi eine Typo 3 Extension oder ein Typo 3 Template für unsere Kunden zur Verfügung gestellt, welches über den Vorlagenmanager kostenlos in neue Accounts installiert werden kann. Und das haben wir Typo 3 Starter Kit genannt. Es soll wirklich einfach eine Vorlage darstellen, womit man quasi für seine Kunden ja, eine fertige Typo 3 Webseite hat, die man an seine Ansprüche oder an seine Wünsche anpassen kann und genau als Kundenwebseite dann später benutzen kann. Wie gesagt, es soll wirklich nur als Vorlage dienen, sodass man quasi sich noch selbst ja, Anpassungen machen kann. Genau, ich würde die mal so ein bisschen zeigen, die Vorlage. Wir haben als erstes oben einen Slider, den man auch ja, individuell bestücken kann. Das würde ich gleich noch ein bisschen zeigen. Dann haben wir hier noch so Teaserboxen, die auch individuell noch angepasst werden können. Dann haben wir eine Featurebox, wo man dementsprechend zum Beispiel auf, ja, auf weitere Elemente seiner Webseite hinweisen kann. Wir haben das hier zum Beispiel angeteasert auf Google Maps oder die Galeriefunktion, Akkordeon oder Karussell. Dann hat man hier die Möglichkeit, zum Beispiel noch Galerien anzuteasern, indem man das auf der Startseite darstellt. Hier kann man zum Beispiel Kundenzitate einblenden lassen. Dann gibt es noch eine FAQ-Funktion mit einem Akkordeon, wo man den Leuten erklären kann, wenn man zum Beispiel Hilfetexte oder ähnliches zur Verfügung stellen möchte. Dann haben wir hier noch so den Footer-Bereich, der immer so einen Abbinder unten hat und nochmal einen definierten Navigationsteil. Oder man kann auch dementsprechend einfach den Footer selbst anpassen. Das würde ich gleich auch nochmal zeigen. Dann scrollen wir nochmal nach oben. Genau, haben wir hier in der Navigation einmal alle Grids oder alle Spaltenelemente aufgeführt. Da arbeiten wir mit der Extension Grid Elements, die quasi im Hintergrund dafür sorgt, dass man verschiedene Spalten auf der Webseite darstellen kann. Ich klicke mal auf eins drauf. Genau, im Backend, das sehen wir dann später noch. Im Backend hat man dann die Möglichkeit, diese Spalten auch anzufügen. Man kann auch verschiedene Spalten auf einer Seite anwenden und so quasi seine Webseite dann mit Inhalten füllen. Klick mal hier auf drei Spalten, das ist, glaube ich, ein bisschen besser dann anzusehen. Man hat hier die Möglichkeit, wirklich nur die drei Spalten anzufügen. Man hat auch die Möglichkeit, das Ganze über die ganze Länge der Webseite zu ziehen, so dass man dann noch Bilder in den Hintergrund der einzelnen Spalten setzen kann und man kann das Ganze dann auch noch ohne Überschriften versehen und ähnliches. Genau, dann haben wir noch eine Reihe an Funktionen, die wir quasi noch in die Vorlage eingebaut haben. Das ist eine Akkordeon-Funktion. Das hatten wir eben schon einmal kurz gesehen bei der FAQ. Das sind im Prinzip Elemente, die sich ausklappen lassen und immer darauf warten. Es kann immer nur ein Element gleichzeitig ausgeklappt sein. Und das ist hier auch einfach in einem zweispaltigen Container nur angesetzt. Man könnte es zum Beispiel auch in einem einspaltigen anzeigen lassen. Dann haben wir noch eine Google Maps Integration. Wobei wir in der neuen Version, die wir bald noch veröffentlichen werden, dann nicht mehr auf Google Maps setzen wegen der DSGVO, sondern da werden wir dann OpenStreetMap einfügen. Hier haben wir noch eine Teamprofil-Funktion. Da kann man im Prinzip sein Team auf der Webseite darstellen, ein Bild dafür hinterlegen, den Namen, den Titel des jeweiligen Mitarbeiters und vielleicht noch einen kleinen Text dazu. Genau, dann haben wir noch eine Feature-Icon-Funktion, die haben wir eben auch schon gesehen. Da kann man im Prinzip Funktionen anteasern und an der Seite auch die Icons selbst festlegen. Das würde ich gleich auch nochmal im Backend zeigen, wie man das macht.
Dann haben wir noch eine Karussellfunktion, die haben wir auch eben schon auf der Startseite gesehen. Eigentlich sind fast alle Features schon auf der Startseite dargestellt. Hier kann man das nochmal sehen, dass man es auch quasi ohne Bild, so war es auf der Startseite dargestellt. Hier kann man das nochmal sehen, wie es auf der ohne ein Bild an der Seite ist. Man kann es natürlich auch nur ohne eine Spalte oder ein Bild einfügen, auch gar kein Problem. Und zu guter Letzt noch eine Galeriefunktion, in der man Bilder darstellen kann, die sich dann in einer Lightbox öffnen, wo man natürlich hier auch dann weiterklicken kann. Genau, das sind die Funktionen, die wir selber über Fluid Templates in die Vorlage eingebaut haben. Dann haben wir noch eine TT oder eine TX News Integration, wo man quasi einfach News auf seiner Webseite darstellen kann. Hier hat man jetzt erstmal die News dargestellt mit einem Bild und dem Beitrag und einem kurzen Teaser-Text. Und wenn man auf die Überschrift klickt, kommt man in die Detailansicht. Genau, dann sieht man hier die Detailansicht, kann wieder auf zurückgehen. Auf der rechten Seite haben wir hier noch so einen letzten News-Beitrag, was wir noch optisch ein bisschen ans Template angepasst haben. Und zu guter Letzt noch ein Kontaktformular, was mit aktuell mit PowerMail funktioniert. Und hier ist auch nochmal die Google-Karte integriert. Hier oben in der Navigation haben wir noch so Social-Media-Icons, die man auch übers Backend bearbeiten kann. Da wird der Kollege gleich noch genauer drauf eingehen, wie man die verändert. So, dann würde ich sagen, loggen wir uns mal ins Typo3-Backend der Vorlage ein. Das habe ich jetzt eben schon einmal getan. Dann klicken wir auf den Seitenreiter und finden quasi in unserem Seitenbaum erstmal alle Seiten wieder, die wir eben schon kurz gesehen haben. Zusätzlich gibt es noch einen Ordner Data, wo im Prinzip die ganzen Daten abgespeichert werden. Hier sind zum Beispiel die News-Partikel drin oder die Inhalte der Formulare oder wenn Benutzer Inhalte im Formular abgeschickt haben, werden die auch hier gespeichert. So, als allererstes würde ich sagen, gehen wir auf die Willkommensseite. Da finden wir im Prinzip alles, was auf der Startseite aktuell ist und zusätzlich noch den Footer. Da kommen wir gleich noch zu. Hier oben gibt es quasi einen Bühnenreiter, wo wir unseren Slider versteckt haben. Da klicken wir einmal auf Bearbeiten. Genau, da wählt man im Prinzip einfach als Grid-Layout einen Slider aus und hat die ganze Funktion. Und hier ist es jetzt so, dass wir im Erscheinungsbildreiter die ganzen Bilder hochladen können und dementsprechend die Texte, die wir gerne angezeigt haben müssen. Hier kann man im Prinzip die Überschrift hinterlegen. Hier noch einen kleinen Text, der unten drunter steht, also die Bildunterschrift. Und hier kann man dementsprechend noch einen Link setzen. So einfach ist im Prinzip der Slider aufgebaut. Man kann jetzt einfach hier bei Add Media klicken, ein neues Bild auswählen, was man zum Beispiel noch gerne verwenden möchte. Ich wähle jetzt einfach mal irgendeins aus. Dann kommt es an der letzten Stelle des Sliders und man könnte, wenn man die Boxen aktiviert, hier auch wieder einen Titel hinterlegen und auch noch eine Bildunterschrift. Und natürlich können wir auch noch einen Link setzen, indem wir hier auf das Icon klicken und uns irgendeine Seite auswählen. Genau, so einfach ist das schon. Man klickt dann im Prinzip auf Speichern und Schließen und hat den ganzen schon einen weiteren Slider hinzugefügt. Dann sollte man einmal den Cache leeren, damit man den Slider an der Stelle sieht. Und wenn jetzt alles geklappt hat, sollten wir das Ganze dann hier auch gleich sehen. So. Genau, da ist jetzt unser Test. So einfach ist es im Prinzip, da ein neues Bild einzufügen. Genau, ich würde jetzt noch so ein paar Funktionen erklären und dann würde schon mein Kollege Hannes übernehmen und euch noch ein bisschen tiefergehend
die Materie zeigen. Was vielleicht auch viele Leute sich fragen, wie man bei diesem Element hier die Hintergrundbilder hinterlegt, das ist quasi über das komplette Eigenschaften-Element, also das komplette über das Spaltenelement gelöst, indem man hier auf den Bearbeiten-Stift klickt und da hinterlegt man hier auch wieder im Erscheinungsbild drei Bilder und die werden dann auf die einzelnen Spalten gemappt und da quasi im Hintergrund hinterlegt und dementsprechend auf den Spalten im Prinzip angezeigt. Genau, ich würde nochmal ein neues Spaltenelement hinzufügen und das kurz zeigen, was da für die Auswahlmöglichkeiten, die man da hat. Da klicken wir einmal auf das Plus und haben jetzt hier oben einen Reiter, der nennt sich Grid Elements und dort sind jetzt im Prinzip alle Spalten verfügbar, die wir quasi im Template über Grid Elements zur Verfügung stellen. Selbstverständlich, wenn jemand noch eine Spaltenmodul oder ähnliches oder mehr Spalten oder weniger Spalten hin haben möchte, kann man das im Prinzip auch einfach einfügen, indem man einfach Grid Elements an dieser Stelle erweitern würde. Das ganze Template basiert auf Bootstrap und da gibt es ja noch eine Menge mehr an Spalten, die da zur Verfügung stehen. Genau, das dazu. Genau, ich würde nochmal erklären, wie man vielleicht ein Teamprofil anlegt. Oder ich würde es einfach mal zeigen. Genau, hier ist im Prinzip, wir legen mal ein neues an, würde ich sagen. Dann haben wir hier einen Tab, der nennt sich Starter Kit. Warum ist das hier nicht verfügbar? Ah, das ist nur, ach genau, ja, das war mein Fehler. Das ist ein ganz normales Text- und Medienelement, in dem wir quasi nur das Erscheinungsbild angepasst haben, indem man hier im Prinzip im Layout bei Erscheinungsbild Profil auswählt und schon werden die ganzen Sachen erneuert und man kann dort einen neuen Mitarbeiter hinzufügen. Ich möchte das jetzt mal nicht speichern. Genau, dann wollte ich noch eben, hatte ich ja schon angekündigt, zeigen, wie diese Feature-Icon-Funktion funktioniert. Das ist hier im Prinzip auch nur ein Spaltenelement, wo jetzt scheint an der Stelle nicht mehr. Hat wieder geklappt. Genau, klicken wir aufs Plus. Nehmen das den Starter Kit Reiter und fügen eine Iconbox hinzu. So. Hier haben wir jetzt quasi die Möglichkeit, eine Überschrift festzulegen. Wir können auch wieder einen Link hinterlegen, wenn wir möchten. Noch eine Beschreibung festlegen. Den weiteren Teaser-Text an der Stelle hier einfügen. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, ein Icon auszuwählen, welches in der Icon-Library des Templates quasi vorhanden ist. Wenn man Lust hat, kann man das natürlich auch einfach über CSS noch dementsprechend anpassen. Genau, man kann dann einfach mit einem Klick auf das jeweilige Icon einfach das Icon auswählen, speichern und schließen und wir haben ein neues Icon-Element hinzugefügt. Genau, News sollte eigentlich klar sein, wie man das einfügt. Kontaktformular ist auch schon soweit hinzugefügt. Das waren, glaube ich, eigentlich so die grundlegenden Funktionen, die wir in dem Template ein bisschen verändert haben, als das der normale Standard ist. Und ich würde jetzt an meinen Kollegen Hannes übergeben. Er erzählt euch gleich noch, was er kurz machen wird. Und genau, und dann geht's weiter, würde ich sagen. Ja, besten Dank, Philipp. Mein Name ist Hannes Strangmeier, wie eben schon
angeteasert von Philipp. Ich würde jetzt mal ein klein wenig darauf eingehen, wie man das Starter-Kit individualisieren kann. Konkret werden wir uns anschauen, was für Einstellungsmöglichkeiten es im Template selber gibt. Und da das Template komplett auf Fluid basiert, würde ich auch einmal kurz zeigen, wie man ein Fluid-Template vom Starter-Kit anpassen kann. Konkret werden wir das anhand der News-Anzeige machen. Und zwar werden wir da einen Weiterlesen-Link einbauen. Und dann gehe ich noch ein wenig auf allgemeine Debugging-Geschichten von Typo 3 ein. Das wird jetzt nicht so sehr in die Tiefe gehen, aus dem einfachen Grund, dass man damit, glaube ich, mehrere Tage füllen könnte. Aber ich werde so ein paar Klassiker zeigen, was, wenn man jetzt zum Beispiel an einem Starter-Kit arbeitet, passieren kann und wie man sich dann hilft. Ja, also, wie gesagt, das Erste, was wir machen werden, ist, wir schauen uns einmal an, welche Einstellungsmöglichkeiten wir im Template haben. Dafür gehen wir im Backend hier einmal aufs Template-Modul. Und auf die Root-Seite, das ist in diesem Fall die Willkommensseite. Und das Starter-Kit ist so aufgebaut, dass viele Einstellungsmöglichkeiten in Konstanten gespeichert werden. Das hat mehrere Vorteile. Erstens kann man sie an verschiedenen Stellen wiederverwenden und zweitens kann man sie zentral pflegen. Zu finden sind die im Konstanten-Editor. Ich kann die theoretisch gesehen auch per Hand beschreiben, mache es hier aber einmal der Einfachheit halber über den Editor. Im Kategoriebereich huckt sich das Starter-Kit selber ein, bietet hier verschiedene Möglichkeiten an Bereichen, die man konfigurieren kann. Und ich würde jetzt einmal einen Klassiker zeigen, der befindet sich im Bereich Advanced. Und zwar sind das die Standardeinstellungen für die Elemente, die oben auf der Seite angezeigt werden. Namentlich einmal das Logo und hier vorne die Social-Media-Buttons für Facebook, Twitter und so weiter. Der einfachste Weg, wenn ich diese Social Media Buttons verlinken will, ist, ich trage da einfach meine Links ein. Ich habe einmal für meine Facebook-Seite was, hier steht jetzt zum Beispiel Max Mustermann drin, da könnte ich natürlich meine eigene eintragen. Ich habe hier was für Twitter und ich habe für einen Google Plus Account was. Und ich kann die Standard-E-Mail-Adresse eintragen, die dann auch für das Kontaktformular verwendet wird. Wichtig dabei ist, sobald ich hier einfach nichts eintrage, sehe ich das Icon auch nicht mehr. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, nee, die Social Media Einstellungen, die sind für mich komplett irrelevant und ich möchte hier oben jetzt nicht so leere Links dann haben, dann nehme ich die einfach raus und das Template wird das dann automatisch erkennen und dementsprechend nicht mehr anzeigen. Und das mache ich hier jetzt einfach mal am Beispiel von Twitter, Google Plus und Facebook. Das Ganze speichere ich. Auch an dieser Stelle muss man eventuell immer mal wieder den Cache lernen. Kleiner Trick, das geht bei Typo 3 relativ einfach, wenn ich im Backend eingeloggt bin und im Frontend eine Seite ohne Browser-Cache aufrufe, also mit Shift bzw. Steuerung F5, dann leert Typo 3 automatisch den Seitencache dieser speziellen Seite. Das habe ich hier jetzt gerade gemacht. Dementsprechend dauert es ein wenig länger. Und wie wir hoffentlich sehen, sind hier oben die Social Media Buttons nicht mehr da. Ganz einfach, weil ich keinen Link eingetragen habe. Was ich da gelassen habe, war die E-Mail-Adresse und dementsprechend habe ich hier noch das E-Mail-Icon. Was ich unten links im Browser jetzt sehe, ist, dass da nicht die E-Mail-Adresse direkt drin steht, sondern über eine JavaScript-Funktion die E-Mail-Adresse verschlüsselt ist. Das hat den Vorteil, dass zumindest die meisten Crawler, die im Internet nach E-Mail-Adressen suchen, um Spam zu schicken, das nicht mehr erkennen werden. Also es ist zumindest schon mal ein rudimentärer Schutz. Den bietet Typo 3 selber auch schon seit etlichen Jahren an und damit kann ich zumindest ein wenig meine E-Mail-Adresse vor Spammern schützen. Ja, also, so einfach ist es im Prinzip, so grundlegende Einstellungen zu machen. Die klassischste Anfrage, die wir auch immer wieder mal im Support hören, ist, wie ändere ich das Logo? Und das geht hier an genau der gleichen Stelle. Ich kann hier einfach mal auf Bearbeiten gehen, dann sehe ich, wo das Logo jetzt gerade hergezogen wird, nämlich aus dem Extension-Verzeichnis des Starter-Kits selbst. Jetzt kann ich mir natürlich überlegen, okay, ich überschreibe einfach das Logo in diesem Extension-Verzeichnis und dann habe ich ein neues Logo auf der Webseite. Theoretisch, ja, praktisch hat das ein paar unschöne Nebeneffekte. Und bevor ich zeige, wie man es richtig macht, würde ich einmal genau diesen Weg zeigen und erklären, was im Hintergrund passiert. Dafür muss ich mich einmal gerade per FTP, SSH, wie auch immer man die Daten übertragen will, verbinden. Ich persönlich benutze jetzt einfach mal SFTP. Verbinde mich mit dem Account. Dafür brauche ich einmal die Accountnummer, beziehungsweise die komplette Adresse. So, kopiere ich mir da rein. Dann brauche ich meinen Benutzernamen. Das HTTP gehört natürlich nicht rein. Das ist immer die Accountnummer.
So. Und ich brauche einmal das Passwort. Das zeige ich jetzt mal nicht auf dem Bildschirm, sondern kopiere es einfach rein. Und verbinde mich mit dem Account. Diese Meldung ist ganz normal, weil ich mich per SFTP verbinde, kriege ich erstmal einen Key zugewiesen, mit dem quasi die Verbindung verifiziert wird. Und ich sehe jetzt die Grundstruktur unserer Accounts. Die Typo3-Installation ist in diesem Fall im Verzeichnis HTML unter Verzeichnis Typo3. Da habe ich jetzt die klassische Struktur von Typo3 mit den Symlinks. Das Starter-Kit ist eine Extension, wie Philipp eben schon gesagt hat. Das heißt, ich finde sie im Typo3-Conf-Verzeichnis unterhalb von ext. Da gibt es hier jetzt das MW-Starter-Kit. Da kann ich jetzt einmal reingehen. Ich mache das einmal so, dann sieht man das ein bisschen besser. Und wie ich im Backend sehe, da wechsle ich nochmal kurz rein, ist das im Verzeichnis Resources Public Images Frontend. Also gehe ich in Resources Public Images Frontend und finde hier das Logo PNG. Das ist jetzt genau das Logo, was mir im Frontend angezeigt wird. Ich habe gesagt, theoretisch gesehen kann man das einfach austauschen an dieser Stelle. Wirklich schön ist es aber nicht. Das würde ich jetzt einfach mal zeigen. Ich benenne das Logo hier einmal um, in Logo Original und lade einmal ein neues Logo hoch. Dafür habe ich schon mal eins vorbereitet. Das heißt jetzt auch Logo PNG, genauso wie es im Backend eingetragen ist. Das heißt, genau dieser Pfad stimmt jetzt wieder oder immer noch. Und auch jetzt mache ich mal einen ungecached Reload und wir schauen uns einmal an, wie das jetzt aussieht. Das sieht nicht so schön aus. Der Hintergrund ist, das Logo, was ich hier verwende, hat eine komplett andere Auflösung bzw. Andere Abmessung als das Originallogo. Dadurch, dass ich jetzt per FTP einfach das Logo überschrieben habe, weiß Typo3 allerdings nicht, dass das hier eigentlich nicht ungefähr so 120 x 40 Pixel sein sollen, sondern es wäre eigentlich 160 x 50 oder so, glaube ich. Ich kann es einmal gerade im Original zeigen. Eigentlich sieht das Logo nämlich, zum Mitkopieren, eigentlich sieht das Logo etwas schöner aus. Nämlich so. Und so hätte ich es natürlich auch lieber gerne in meinem Starter-Kit, anstatt so ein verzerrtes, was den Abmessungen des vorherigen Logos entspricht. Deswegen ist das hier konfigurierbar. Das heißt also, wenn ich mein eigenes Logo verwenden will, ist der sinnvollste Weg, das einfach über die Dateiliste hochzuladen. Das mache ich jetzt einmal gerade. Das hier ist die Ordnerstruktur des Starter-Kits selbst. Ich könnte mir jetzt natürlich gerne noch neue Ordner oder so anlegen. Ich nehme jetzt einfach mal die bestehende Struktur. In diesem Fall lade ich das mal direkt ins Content-Verzeichnis hoch. Da sieht man, da sind so ein paar Hintergrundbilder zum Beispiel drin. Nehme mir dann meine Logo-Datei. Lade die hier hoch, da habe ich sie drin. Und jetzt kann ich wiederum im Template einfach sagen, das Logo liegt jetzt nicht mehr im Starter-Kit, sondern unter File-Admin Content Logo PNG. Und das machen wir jetzt einfach mal. Also wir wechseln wieder in den Konstanten-Editor, wieder in die Advanced-Einstellungen, bearbeiten hier unten Pasto Logo-File. Logo PNG bleibt, aber es liegt jetzt in File-Admin Content. Das Ganze speichern wir, machen wieder einen ungecachten Aufruf und mit ein wenig Glück haben wir jetzt das Logo in den richtigen Abmessungen. Das sieht schon bedeutend besser aus. Eine Sache, die man beachten sollte, das Starter-Kit ist responsive ausgelegt, ist auch darauf ausgelegt, verschieden große Elemente quasi zu verwalten. Man sollte aber ein wenig darauf achten, wie groß man zum Beispiel so ein Logo macht. Denn das Logo bestimmt auch unter anderem die Höhe dieses Menüelements. Und dementsprechend sollte man jetzt nicht irgendwie ein Logo von 250 x 250 Pixeln unterbringen. Zum einen sieht das nicht so schön aus und zum anderen wird es eben auch so ein bisschen die Struktur des Starter-Kits zerstören. Also da etwas aufpassen und wirklich eine Größe an Logo wählen, die auch zum Design an sich passt. Alternativ kann man natürlich auch einfach das CSS des Starter-Kits ändern.
Auch das ist kein Problem und den eigenen Bedürfnissen anpassen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte diese Schriftarten hier größer haben, kann ich das alles über CSS machen. Ja, das wäre erstmal so ein kleiner Einblick in die Standardkonfigurationsmöglichkeiten im konstanten Editor. Es gibt noch etliche andere. Da das etwas den zeitlichen Rahmen sprengen würde, würde ich hier jetzt mal nicht auf jede einzelne eingehen. Ich glaube, zumindest das, was man so an Rückfragen zum Starter-Kit hört, das hier sind die klassischen. Also wie ändere ich die Social-Media-Buttons und wie wechsle ich mein Logo aus? Ja, und damit wären wir schon beim nächsten Punkt. Nämlich die Fluid-Templates des Starter-Kits anpassen. Wer sich mit Fluid nicht auskennt, muss mir an der einen oder anderen Stelle hier einfach vertrauen. Ansonsten, wenn man sich selbst damit auseinandersetzen will, würde ich die offizielle Dokumentation empfehlen oder ein paar Bücher dazu. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass man sich schon ein wenig mit Fluid beschäftigt hat und würde jetzt einfach mal zeigen, wie kann ich es ändern. Auch dafür benutze ich jetzt mal wieder den FTP-Zugang. Wäre jetzt mein persönlicher Favorit nicht. Ich arbeite meistens direkt über den SSH-Zugang. Man kann aber natürlich auch sowas wie PHP, Storm, Git, wie auch immer die eigene Entwicklungsumgebung aussieht, nutzen. Ich mache es hier der Einfachheit halber, weil das somit die grundlegendste Zugriffsform ist, die man prinzipiell hat, um auf die Dateien zuzugreifen. Ja, schauen wir uns das Ganze doch einmal an. Und zwar, ich habe es eben schon einmal kurz angekündigt, ich würde jetzt gerne die News-Ansicht erweitern um eine Weiterlesen-Funktion. Das Ganze findet sich, ich zeige es noch einmal ganz kurz, damit jeder abgeholt ist. Unter dem Punkt News habe ich eben die Liste aller News, die es auf der Seite so gibt. Verlinkt sind die zum Beispiel hier rechts in letzte News, aber auch hier im mittleren Bereich über den Titel der News. Und man kennt es von vielen Seiten, dass hier drunter dann noch so ein Weiterlesen-Button oder More oder Mehr oder wie auch immer ist. Und den würde ich jetzt mal einbauen. Der ist standardmäßig im Starter-Kit nicht drin, ganz einfach, weil das so ein homogeneres Bild bietet. Aber das ist natürlich auch wiederum Geschmackssache, deswegen zeige ich jetzt, wie man es einbaut. Zuallererst lade ich mir dafür einmal gerade die ganzen Templates des Starter-Kits runter. Die befinden sich natürlich nicht in dem Verzeichnis, wo die Bilder drin liegen, sondern im Private-Verzeichnis. Also ich befinde mich unter HTML Typo 3, das ist der Root-Pass, wo die Typo 3-Installation drin liegt. Typo 3-conf-ext für die Extension-Verzeichnisse. MW Starter-Kit, so heißt eben das Paket des Starter-Kits. Und da gibt es das Verzeichnis Resources, wo drin sich der Private-Ordner befindet. Und da drin sind die ganzen Templates. Den lade ich mir jetzt einmal komplett runter, um zu zeigen, was da alles drin ist und dann gleich auch mal Änderungen vorzunehmen. So, das machen wir einmal so, dass ich den Explorer, keine Angst, man sieht gleich wieder etwas, hier habe ich mir das Private-Verzeichnis hingeladen. Und das hier ist die klassische Struktur von Fluid Templates, nämlich mit einem Templates, Partials und Layouts Verzeichnis. Kurze Frage, könnt ihr den Bildschirm noch sehen? Die Webinar-Software hat nämlich gerade gesagt, dass es jetzt wieder. Okay, gut, dann hat das geklappt. Perfekt. Also, ich habe hier die Standard-Verzeichnisstruktur von Fluid, nämlich mit Templates, Partials und Layouts. Und da liegen dementsprechend die einzelnen Fluid-Templates drin. Was ich jetzt konkret ändern möchte, ist die Listenansicht des News-Templates. Und eingebunden sind die News hier über die klassische News-Extension. Das heißt, irgendwo in dem Starter-Kit muss es die Anweisung geben, wie denn die Listenansicht der News für die News-Extension aussehen soll, weil wir die überschrieben haben. Konkret ist das ein Partial. Ich spare mir jetzt mal die Gesamtstruktur, damit wir noch ein paar andere Sachen schaffen während des Webinars. Das ist der Teil, wo man mir jetzt vertrauen muss, wenn man sich nicht so gut mit Fluid auskennt. Innerhalb der Partials gibt es den News-Folder. Das sind wirklich die einzelnen Partials der News-Extension. Und da drin wiederum gibt es die Listenansicht und hier drin gibt es den Bereich Item. Und das ist genau der Bereich, der hier quasi für jede News einmal generiert wird.
den öffne ich mir jetzt einmal in einem Editor, in diesem Fall Notepad++. Wenn man mit einem Editor unter Windows die Templates bearbeitet, bitte immer darauf achten, einen Editor zu verwenden, der keine Windows-Steuerzeichen einbaut. Also nicht mit Word oder so die Templates bearbeiten oder auch nicht mit dem klassischen Notepad von Windows. Das macht unschöne Steuerzeichen und die können auf unixoiden Systemen zu unschönem Verhalten führen. Ich persönlich nehme jetzt zum Beispiel Notepad++, ganz einfach, weil es ein kostenloser Editor ist. Man kann natürlich auch jeden anderen Editor, den man gerne mag, sei es UltraEdit oder sonst was, verwenden. Auch kein Problem. So, das Erste, was ich machen muss, ist, ich muss mir den Bereich raussuchen, den ich jetzt verändern will. Das habe ich in diesem Fall schon mal vorbereitet, damit wir uns nicht hunderte oder dutzende Zeilen des Templates anschauen müssen. Und zwar ist das konkret ab der Zeile 139, das ist nämlich das Ende. Denn ich möchte ja im Prinzip unter den gesamten Text, also unter diesen Teaser, den wir hier sehen, jetzt noch einen Link einfügen. Jetzt könnte ich natürlich dahergehen und mir die gesamte Funktion dafür selber zusammenschreiben irgendwie, bis ich dann nachher einen Link habe, der irgendwie auf das News-Item verweist. Oder ich mache es mir ein wenig einfacher und kopiere mir einfach den Weiterlesen-Link aus dem zugehörigen Template der News-Extension selber. Die Funktion an sich ist nämlich schon da. Wir haben sie im Starter-Kit, wie gesagt, aus Designgründen rausgenommen. Aber ich kann sie mir natürlich einfach wieder zurückkopieren. Und das mache ich jetzt einmal. Auch das ist relativ einfach. Die News-Extension liegt auch im Verzeichnis typo3conf.ext. Dann sind wir hier. Da habe ich das News-Verzeichnis von der Extension. Und auch hier gehe ich wiederum in Resources und dann Private. Finde hier wiederum die Standardstruktur für die Fluid-Templates. Und wechsle hier jetzt an genau die gleiche Stelle oder fast genau die gleiche Stelle wie im Starter-Kit. Nämlich, ich möchte gerne ein Partial bearbeiten von der Listenansicht. Und da ist es die Item-HTML. Auch die lade ich mir jetzt einfach mal runter. Zack. Und auch die öffne ich mir jetzt einmal gerade in meinem Notepad. Die ist hier. Die sieht ein wenig anders aus, beinhaltet aber unter anderem genau den Bereich, den ich gerne haben möchte. Das ist in diesem Fall, auch das habe ich schon mal rausgesucht. Kleiner Augenblick, jetzt muss ich es gerade mal selber wieder suchen. Hier. Und zwar, man erkennt es daran, dass es hier die Klasse More gibt, deutet schon darauf hin, dass das dieser Mehr-Link ist. Und das sind genau diese drei Zeilen. Also diese drei Zeilen sorgen im Prinzip dafür, dass an der Stelle, wo ich sie einfüge, ein Weiterlesen-Link drin ist, der dann automatisch schon auf das passende News-Item verlinkt. Also, ich nehme mir die Zeilen mal, kopiere mir die. Ich habe ja gesagt, ich möchte sie gerne hier unten unter diesem Teaser-Text haben, wo der Text der News drinsteht. Ich mache das jetzt einmal relativ einfach, füge mir das einfach hier unten an und habe damit jetzt den passenden Endlink-View-Helper drin, der es mir ermöglicht, auch so einen More-Link anzuzeigen. Das war es jetzt im Prinzip schon. Ich speichere mir diese Datei einmal ab und muss sie jetzt natürlich wieder hochladen. Da ich jetzt kein PHP-Storm oder sonst was verwende, muss ich es einmal per Hand machen. Das heißt, ich gehe hier wieder zurück ins MB-Starter-Kit, gehe wieder in Resources, gehe da wiederum in Private, in Partials, in News, in List. Hier ist die Item-Datei, die ich überschrieben habe. Hier habe ich das gleiche, weil ich das komplette Private-Verzeichnis runtergeladen habe, lokal liegen. Ich könnte natürlich auch das ganze Private-Verzeichnis hochladen, es hat sich aber nur eine Datei geändert, deswegen mache ich es hier jetzt einmal einzeln. Also auch hier wieder in Partials, News, List. Hier ist die überschriebene Item-HTML, die lade ich jetzt hoch, sage ja bitte überschreiben. Damit habe ich die Template-Änderung jetzt drin. Was ich jetzt aber auf jeden Fall noch machen muss, ist zur Sicherheit einmal alle Caches leeren. Weil das ist auf jeden Fall ein gecachtes Element. Und dann rufen wir jetzt diese die Listenansicht nochmal neu auf. Und mit ein wenig Glück haben wir jetzt den Weiterlesen-Link. Also, im Prinzip, ich habe jetzt einen Template von News genommen, was wir für das Starter-Kit einfach angepasst haben, habe mir da wieder das rausgesucht, was ich haben will und es eingefügt.
Das kann ich an jeder Stelle machen. Wir haben auch nichts dagegen, wenn man die Fluid-Templates umschreibt. Einfach genau so anpassen, wie man es denn braucht. Das hier war jetzt einfach nur eine klassische Anfrage, die wir häufiger mal gekriegt haben, mit wie kann ich das eigentlich machen. Ja, und das sei hiermit einmal gezeigt. Wir hatten angekündigt, dass wir auch ein klein wenig Debugging machen. Und auch das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, denn immer wenn ich etwas ändere, kann mir natürlich auch ein ganz simpler Fehler passieren. Und genau das würde ich jetzt einmal zeigen, was passiert, wenn mir beim Bearbeiten eines Fluid-Templates ein Fehler passiert und wie finde ich raus, wo genau der Fehler ist. Ich bleibe jetzt einfach mal bei diesem konkreten Template des Partials und würde hier jetzt einen Fehler einbauen. Und was ich dafür mache, ist, ich baue hier einfach einen Fluid-Kommentar ein. Dies ist ein Kommentar. Und mache einen Fehler beim Schließen des Tags, indem ich Comments statt Comments schreibe. Also damit habe ich jetzt quasi einen Syntaxfehler eingebaut. Auch das speichere ich und lade das Ganze wieder hoch. Überschreibe das. Leere den Cache. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier für einen Fehler kriegen. Das ist erstmal nichts sagen für uns. Aber es ist auch klassischerweise das, was ich sehe, zumindest wenn ich an einer Live-Umgebung arbeite, nämlich Typo3 generiert erstmal nur einen generischen Fehlercode, hat den Vorteil, dass man natürlich keine Details nach außen preisgibt für normale Webseitenbesucher, ich gleichzeitig aber sehe, okay, hier funktioniert was nicht. Und das Ganze wird über den sogenannten Content Exception Handler gemacht. Also der sorgt dafür, dass wenn ein Fluid-Template eingelesen wird, und es an irgendeiner Stelle einen Fehler gibt, dann wird erstens nicht die gesamte Seite nicht mehr angezeigt, sondern nur der Bereich, wo es einen Fehler gab. In diesem Fall eben diese Listenansicht, die ich hier habe, die letzten News und so weiter funktionieren noch. Aber wenn ich das debuggen will, ist das natürlich erstmal etwas schwerer. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich könnte über das Install-Tool eine Logdatei festlegen, wo mir das alles reingeschrieben wird, oder ich kann es mir im Frontend ausgeben lassen. Und letzteren Schritt würde ich jetzt einmal kurz zeigen. Da man ja meistens erst in der Entwicklungsumgebung arbeitet, ist es nicht so wirklich schlimm, wenn was im Frontend an Fehlern angezeigt wird, weil ich ja noch keine Webseitenbesucher drauf habe. Weil ich sie vielleicht sogar mit dem Verzeichnisschutz abgesichert habe oder das Ganze lokal mache. Ja, es gibt für diesen Content Exception Handler unglaublich viele Einstellungsmöglichkeiten. In Anbetracht dessen, dass wir noch ein paar andere Sachen schaffen wollen, würde ich einfach nur die einfachste zeigen. Ich gehe in das, also bin immer noch im Template-Modul, bin immer noch auf der Root-Seite, wechsle aber auf Info bearbeiten, denn ich möchte jetzt einmal direkt eine Zeile TypoScript in Setup schreiben. Und zwar folgende. Für Config möchte ich gerne den Content Exception Handler, hier haben wir ihn, anpassen. Der sorgt, wie gesagt, dafür, immer wenn eine Exception irgendwo auftritt, beim Rendering des Frontends dann etwas damit zu machen. In der Standardeinstellung zeigt er diesen generischen Fehlercode. Das wäre die Einstellung 1 und wenn ich den auf 0 setze, kriege ich detailliertere Informationen dazu. Und das mache ich jetzt einfach mal. Das heißt, ich sage dem Content Exception Handler, in diesem Fall, gib mir mal bitte mehr Fehlermeldungen aus. Und mit ein wenig Glück bekommen wir jetzt eine genauere Fehlermeldung. Und zwar Fluid Pass Error, also das Template, was jetzt eingelesen werden sollte, konnte nicht ganz richtig eingelesen werden. The View Helper Comments could not be resolved. Das bedeutet einfach nur, es gibt im Prinzip keinen View Helper F Comments, was daran liegt, dass er Comment heißt. Dann wird mir noch genauer gesagt, wo jetzt dieser Fluid View Helper gesucht werden würde. Für mich ist es jetzt natürlich eindeutig, okay, bei der Comments-Angabe, ich habe ja eben irgendwo einen Kommentar geschrieben, gab es den Fehler. Ich sehe auch hier, dass es um das Newslist Item Partial geht. Kann dementsprechend also direkt nachgucken. Das machen wir jetzt einmal. Das heißt, ich öffne mir das wieder. Die Zeile 142 ist sogar angegeben und würde hier dann sehen, ah, okay, Tippfehler gemacht. Speichern und danach wieder hochladen. Auch das mache ich jetzt einmal, indem ich die Datei hochlade. Damit sollte dieser Fehler jetzt hoffentlich weg sein. Wir leeren wieder den Cache. Und laden die Seite neu.
also ganz klassischer Fall, wenn ich irgendwo nur Oops and Error und so einen kurzen Error-Code habe, das ist für gewöhnlich der Content-Exception-Händler, dem ich dann einfach nur mal sagen muss, zeig mir das bitte ein wenig genauer, und dann habe ich die Ausgabe im Frontend oder wie gesagt, ich kann es theoretisch gesehen auch in den Log schreiben. Das wäre der erste Klassiker, wenn man mit dem Starter-Kit arbeitet. Ein weiterer Klassiker ist sogar etwas allgemeiner, den ich jetzt gerne zeigen würde, nämlich was passiert, wenn mein Typo 3 überhaupt nicht mehr aufrufbar ist, zum Beispiel selbst das Backend nicht. Meistens ist das der Fall, wenn ich eine Extension installiere oder wenn ich zum Beispiel ein Update gemacht habe und dann stehe ich erstmal da und kann nichts mehr machen. Und ich würde es jetzt einmal anhand einer Extension zeigen, die ich in einer zu alten Version installiere. Und zwar die Cal-Extension, die dürfte wahrscheinlich auch jeder kennen, damit kann ich einen Kalender auf meiner Seite einbauen. Und die würde ich jetzt einmal in einer Version installieren, die nicht mit Typo 3.8.7, wie es im Starter-Kit installiert ist, kompatibel ist, sondern nur mit Typo 3.6.2. Ich gehe also in den Erweiterungsmanager. Die Extension habe ich in diesem Fall schon in der passenden alten Version heruntergeladen. Ich simuliere mir quasi, dass ich diese Installation einmal abgedatet hätte. Die habe ich hier unten. Aktuell ist sie deaktiviert. Die Version ist bedeutend zu alt. Und ich würde sie jetzt einfach mal aktivieren. Das wäre jetzt so der klassische Fall mit, ich habe ein Update gemacht und eine der Extensions ist zu alt. Wenn ich das so versuche, wie ich es jetzt gerade mache, ist Typo 3 schlau genug, mir zu sagen, das funktioniert nicht. Also mit der Version ist die Extension nicht kompatibel. Aber auch hier kann ich sagen, ja, ich weiß, was ich tue und kann das auch rückgängig machen und damit die Erweiterung dennoch installieren. Und was jetzt passiert ist, ist, es gibt direkt einen Fehler. Und den dürfte ich wahrscheinlich auch hier auf der Seite bekommen. Das heißt, das kann ich nicht mehr benutzen. Mein Frontend dürfte auch offline sein, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, da kriege ich auch nur noch einen Fehler. Und mein Hauptproblem ist jetzt, meinetwegen habe ich mir gesagt, doch, diese Extension brauche ich. Und ja, ich bin mir relativ sicher, dass die trotzdem kompatibel ist. Ist sie jetzt ganz offensichtlich nicht. Ich möchte sie loswerden. Der erste Schritt wäre, in den Erweiterungsmanager zu gehen und die Extension zu deaktivieren. Das funktioniert nur leider nicht mehr, weil selbst der Extension Manager nicht mehr aufrufbar ist. Also was mache ich? Ich muss die Extension irgendwie per Hand wieder loswerden. Jetzt wissen wir ja schon, dass im Typo 3 Conf-Ext-Verzeichnis, ich wechsle da hier noch einmal gerade rein, alle Extensions drin sind, also das Starter-Kit, die News-Extension, wo wir eben schon dran waren, und eben auch die Kalender-Extension. Jetzt könnte ich mir natürlich denken, okay, ich lösche hier einfach das Verzeichnis raus. Damit ist die Extension dann aber leider nicht deinstalliert, beziehungsweise es wird immer noch versucht, sie zu laden und das führt dann dementsprechend zu anderen Fehlern. Deswegen zeige ich euch jetzt einmal, wie ich ohne einen Backend-Zugang, also ohne auf den Erweiterungsmanager zugreifen zu können, eine Extension deaktiviere. Das geht ein Verzeichnis höher. Ich wechsle hier mal gerade kurz auf den Desktop, weil ich mir die Datei jetzt wieder runterladen werde. Also im Verzeichnis HTML Typo 3 in diesem Fall, wo das Typo 3 liegt, unterhalb des Verzeichnisses Typo 3 Conf, da liegt die Package States PHP. Und das ist die Verwaltungsdatei von Typo 3, wo die Pakete, also damit auch die Extensions im Prinzip, wo man die verwalten kann. Die lade ich mir jetzt einmal gerade runter. Auch hier wieder, normalerweise würde ich persönlich das zum Beispiel direkt einfach per SSH machen. Der Einfachheit halber sei es jetzt einmal nochmal per FTP gezeigt. Auch hier mache ich Folgendes. Ich rufe mir die Datei einmal mit meinem Notepad++ auf. Zack. Und so sieht die aus. In der Package States PHP sind im Prinzip alle Packages, also alle Module, die es irgendwie in Typo 3 gibt, drin. Das sind auch, da Typo 3 modular aufgebaut ist, alle Systemmodule, sei es sowas wie CSS-Style-Content oder Fluid-Style-Content, aber auch der Core selber. Und wenn ich hier etwas durchscrolle, finde ich ziemlich am Ende, wenn mich nicht alles täuscht, meine Cal-Extension. Die steht hier. Da steht nichts anderes drin als ein Package-Parse. Nämlich in diesem Fall Typo 3 Conf Ext Cal, das haben wir ja eben schon gesehen. Und damit weiß Typo 3, diese Extension lade ich aus diesem Pfad und mache das, wenn es gestartet wird. So ist das in Typo 3 Version 8. In früheren Versionen stand hier noch ein bisschen mehr drin. Da gab es unter anderem den Bereich State, der konnte auf Active oder Inactive stehen. Das heißt, in früheren Typo 3 Versionen würde ich in die gleiche Datei gehen und
den State Active auf Inactive setzen und hätte die Extension damit auch deaktiviert. Hier mache ich es einfach, indem ich diese drei Zeilen rauslösche. Dann ist die Extension nicht mehr installiert in Typo 3. Auch hier, die Datei speichere ich mir hier wieder, lade sie einmal hoch und überschreibe damit die bestehende Datei. Und was ich jetzt zur Sicherheit immer noch machen sollte, wäre auch einmal auf dem Dateisystem den Cache leeren. Aus dem einfachen Hintergrund, vielleicht funktioniert es im Backend auch schon nicht mehr. Auch das ist relativ einfach. Ich gehe ein Verzeichnis hoch, wechsle dann ins Verzeichnis Typo3Temp, finde dort das Verzeichnis var und da liegt der Cache. Und den kann ich jetzt einfach komplett löschen. Ruhig das ganze Verzeichnis, ob ich den Inhalt oder nur das Verzeichnis leere, ist egal. Typo 3 legt alles das, was es braucht, wieder an. Ja, und damit habe ich eigentlich schon alles gemacht, um die Extension per Hand, ohne einen Backend-Zugang zu haben, zu deaktivieren. Wir probieren es jetzt gerade mal aus. Ich rufe das Backend mal neu auf. Und mit ein wenig Glück funktioniert jetzt auf jeden Fall schon mal die Startseite wieder. Mein Seitenmodul funktioniert wieder. Und dann schauen wir mal, ob Typo 3 wirklich glaubt, dass die deaktiviert ist. Der Extension Manager lässt sich wieder aufrufen und CAL ist jetzt hier wieder deinstalliert. Also das ist der klassische Weg mit, ich installiere irgendeine Extension, meine Seite geht nicht mehr, ich komme nicht mal mehr auf den Erweiterungsmanager, so werde ich die wieder los. Also genau so kann ich sie per Hand deinstallieren, ohne auch nur irgendwie einen Zugang aufs Backend zu haben. Ja, es gibt jetzt natürlich noch andere Möglichkeiten, wie ich mir Debug-Ausgaben anzeigen lassen kann und was für Fehler auftreten könnten. Ich könnte jetzt zum Beispiel dahergehen und das Install-Tool anweisen, einmal alles in den Debug-Modus zu versetzen. Damit habe ich verschiedenste Angaben fürs Frontend eingeschaltet. Das heißt, also an verschiedenen Stellen wird dann ein Fehler ausgegeben, wenn einer auftritt. Auch das würde ich jetzt einmal gerade noch zeigen und auf ein, zwei kleine Tricks eingehen. Dafür brauche ich erstmal einen Install-Tool-Zugang. Ich kann da zum Beispiel über das Backend drauf zugreifen, unter dem Punkt Installation. Das erste, was Typo 3 mir sagt, ist, das Install-Tool ist deaktiviert. Das ist auch richtig so. Da ich damit unter anderem Zugriff auf die grundlegenden Systemeinstellungen habe, sichert Typo 3 das standardmäßig ab. Ich kann das aktivieren, indem ich, wie in dem Text beschrieben, eine Datei namens Enable Install Tool im Verzeichnis Typo 3 Conf anlege. Das kann ich also auch einfach eine leere Datei per FTP hochladen, per SSH anlegen, wie auch immer. Oder übers Backend kann ich das auch über diesen Knopf machen. Typo 3 wird immer prüfen, ist diese Datei älter als eine Stunde und wenn ja, wird sie als nicht mehr gültig angesehen. So, jetzt brauche ich einmal kurz das Passwort, das ich mir wieder kopieren werde. Damit bin ich jetzt im Install-Tool. Die Debug-Einstellungen kann ich bei Typo 3 bis ins kleinste Detail vornehmen. Ich zeige jetzt einmal nur die Grundeinstellungen, die mir unter Configuration Presets angegeben werden. Da hat Typo 3 quasi so ein Set an Standardeinstellungen, die ich machen kann, und zwar unter dem Punkt Debug Settings. Aktuell steht das auf Live, das heißt, ich kriege keine ganz detaillierten Fehlermeldungen ausgegeben. Und wenn ich es auf Debug stelle, kriege ich was Genaueres. Das kann ich hier einfach aktivieren und dann ist das da. Das mache ich jetzt einfach gerade mal. Dann sehe ich danach auch, was alles geändert wird. Unter anderem Frontend-Debug wird auf 1 gestellt. Dev-IP-Mask, da würde ich jetzt gerne nochmal genauer drauf eingehen, wird auf Sternchen gesetzt. Die Dev-IP-Mask ist dafür da, zu definieren, welcher zugreifenden IP-Adresse werden Fehler angezeigt. Sternchen bedeutet allen. Das heißt, jetzt, egal von wo ich zugreife, wird mir ein Fehler angezeigt, wenn denn einer auftritt. Also auch ein genauer Fehler. Ich kann hier auch meine eigene IP-Adresse eintragen oder einen IP-Adressbereich oder auch mehrere kommaseparierte Listen, wenn ich zum Beispiel eine feste IP-Adresse im Büronetz habe. Das geht unter All Configuration. Hier gibt es unzählige Einstellungsmöglichkeiten. Ich beschränke mich jetzt einfach einmal darauf, nach der Dev-IP-Mask zu suchen. Die ist hier.
Genau, und hier kann ich einfach das Sternchen ändern. Würde ich jetzt zum Beispiel die IP-Adresse oder den Adressbereich, von dem ich aktuell komme, nehmen wollen, wäre das dieser. In diesem Fall würde ich das letzte Oktett der IP gar nicht ausfüllen, sondern ein ganzes Netz freigeben, indem ich da ein Sternchen drin lasse. Ich kann hier auch noch weitere eingeben. Das wäre alles kein Problem. Und ich kann auch an verschiedenen Stellen Sternchen setzen. Ist insofern praktisch, als dass, wenn man jetzt vielleicht sogar mal vergisst, die Debug-Einstellungen wieder zurückzusetzen, wenn die Seite live geht, dann kriegt wenigstens nicht jeder Webseitenbesucher eine Fehlermeldung angezeigt, sondern nur ich selber. Das Ganze könnte ich jetzt einmal speichern über Write Configuration. Dann würde diese Einstellung vorgenommen und gespeichert werden und wäre danach aktiv. Was jetzt passiert ist, und dafür würde ich einfach gerade nochmal CAL aktivieren. Ich hatte vorher hier nur so einen generischen Fehler ohne Details. Und dadurch, dass ich Typo 3 in den Debug-Modus versetzt habe und meine IP hinterlegt habe, sollte ich jetzt hiernach auch im Frontend, ich muss wieder sagen, ja, ich weiß, was ich tue, denn ich weiß ja, wie ich manuell die Extension wieder deaktivieren kann. Jetzt kriege ich eine genauere Fehlerausgabe und das Ganze auch im Frontend. Und das hilft mir insofern, als dass ich bei dieser genaueren Fehlermeldung, die mir ausgegeben wird, eigentlich auch immer direkt sehen kann, wo das Problem ist. Ich sehe es hier direkt in der Zeile Error thrown in file, HTML, Typo 3, Typo 3 conf, ext, cal. Und damit weiß ich schon, die cal-Extension ist ja das Problem. Und um diesen Fehler erstmal abzuschalten, könnte ich die Extension deaktivieren, danach meinetwegen auch aktualisieren. Aber ich habe so schon mal direkt den Hinweis, wo ist das eigentliche Problem. Aus der Erfahrung heraus, class t3libxmanager, management not found, das ist einfach eine veraltete Funktion von Typo 3, die gibt es in Version 8.7 nicht mehr und das ist der Hinweis für mich, okay, diese Extension ist in einer zu alten Version, beziehungsweise einfach nicht mehr kompatibel. Jetzt machen wir noch einmal schnell die Extension wieder aus. Ich lade mal meine angepasste Version, das war das falsche Verzeichnis übrigens, da wollen wir sie nicht haben. Ich wechsle natürlich wieder in das Typo3-Conf-Verzeichnis, wie es sich gehört. Beschreibe hier nochmal die Package-States, damit die Kalender-Extension erstmal wieder aus ist und die Seite wieder funktioniert. Das sollte geklappt haben. Genau. Ja, ich kann mir diese Fehlermeldungen auch unabhängig von Typo 3 anzeigen lassen. Und das brauche ich genau dann, wenn ein PHP-Fehler auftritt, der selbst das Exception-Handling von Typo 3 nicht mehr greifen lässt. Also wenn Typo 3 quasi so früh aussteigt, dass auch der Exception-Händler nicht mehr die Fehlermeldung verarbeiten kann. Und das geht mit den Grundeinstellungen eines jeden Accounts. Indem ich mir die PHP-Fehlermeldung direkt von PHP ausgeben bzw. in den Log schreiben lasse. Und auch das würde ich jetzt noch einmal kurz zeigen, denn eventuell kann ich, wie gesagt, auch nicht mal mehr die Einstellung von Typo 3 selber ändern. Das könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn ich Typo 3 update, aber kein PHP-Update gemacht habe. Und dann frage ich mich erstmal, was ist gerade los? Ich sehe jetzt ja nichts mehr. Dafür behelfe ich mich jetzt mal eines kleinen Tricks, indem ich in diesem Fall auch wieder einen Fehler in das Starter-Kit einbauen werde. Das mache ich jetzt einmal mit dem Holzhammer. Und zwar werde ich eine Datei überschreiben mit einer fehlerhaften PHP-Funktion. Das muss man sich jetzt nicht merken. Ich möchte es im Prinzip einfach nur kaputt machen, keine andere Intention dahinter. Das hat also keinen logischen Hintergrund, warum ich genau das nehme. Ich nehme nämlich einfach irgendeinen View-Helper und schreibe da jetzt mal ein wenig Schmu rein. Das ist der hier. Indem ich hier einfach eine nicht vorhandene Funktion anspreche. Das mache ich einmal. Zu Präsentationszwecken, weil das erste, was mich begrüßen wird, ist etwas anderes als das, was wir hier so sehen würden, setze ich die Seite wieder in den Live-Modus. Wie gesagt, Install Tool, Configuration Presets, Debug Settings. Einfach nur, um einmal das komplette Paket zu sehen, was mich denn erwartet, wenn ich irgendwo einen PHP-Fehler habe. Also ich habe diese Funktion überschrieben. Habe ich die schon hochgeladen? Die lade ich zur Sicherheit nochmal hoch. Ja, habe damit einen PHP-Fehler erzeugt und weil ich ganz sicher gehen will, dass der auch aktiv ist, wechsle ich nochmal ins Verzeichnis Typo3Temp
war und lösche nochmal den Cache. Und wenn ich jetzt nichts vergessen habe, dürfte uns eine leere Seite begrüßen. Ohne Browser-Cache. Genau. Im Firefox würde mir einfach nur eine komplett weiße Seite angezeigt werden. Im Chrome kriege ich HTTP Error 500. Vielleicht steht auch sowas wie Serverfehler 500. Erstmal kann ich nichts mehr machen, ich kann nichts damit anfangen. Also ich habe im Prinzip keinerlei genaue Informationen, was ist jetzt gerade los. Ja, also ähnlich wie ich kann die Extension nicht mehr über den Erweiterungsmanager deaktivieren, kann mir Typo3 hier auch nicht mit PHP helfen. Also behelfen wir uns selber. Das geht auf unserem System sehr einfach, weil man vollen Zugriff auf die PHP-INI-Einstellungen hat. Die befinden sich in jedem Account, dafür muss ich jetzt hier einmal hochscrollen, nicht unter dem Verzeichnis HTML, sondern im Verzeichnis etc. Und innerhalb des Verzeichnisses etc. gibt es das Unterverzeichnis PHP. Und hier drin liegt die PHP-INI. Und die PHP-INI ist die zentrale Konfigurationsdatei für die PHP-Einstellungen. Da kann ich nicht nur das Error-Handling beschreiben, da kann ich auch sowas einstellen wie das Memory-Limit, die maximale Ausführungszeit und so weiter. Auch die lade ich mir jetzt einmal runter. Auch hier wiederum im Alltag würde ich es wahrscheinlich einfach direkt über die Konsole bearbeiten. Zeige es jetzt aber einmal gerade im Notepad. Plus, plus. Ups. So, hier rein. Das hier ist die PHP-INI, die hat eine ganze Menge Inhalt mit einer ganzen Menge Kommentaren, die auf verschiedene Sachen eingehen, wofür die einzelnen Einstellungen denn da sind. Für uns jetzt gerade relevant sind nur zwei. Und zwar ist das einmal die Einstellung Log Errors. Ich benutze jetzt einmal gerade die Suchfunktion vom Notepad++, um da schneller hinzukommen. Und zwar suche ich nach dieser Zeile. Log Errors gleich off besagt nichts anderes als aktuell sollen keine Fehlermeldungen von PHP irgendwo in einem Log geschrieben werden. Das kann ich ändern auf on. Und die zweite Einstellung, die ich machen muss, ich muss PHP natürlich sagen, wo soll das Error Log liegen. Und der Parameter dafür heißt Error-Log. Der ist standardmäßig auskommentiert, da finde ich hier die Zeile, finde sogar mehrere. Wichtig ist, dass eine aktiv ist. Und in diesem Fall speichere ich mir das, weil es auf jeden Fall beschreibbar ist, ins Verzeichnis TMP des Accounts als php-errors.log. Das Ganze speichere ich wiederum und lade es hoch. Unsere Systeme sind so aufgebaut, dass wenn eine Änderung an der PHP-INI erkannt wird, falls notwendig, alle zugehörigen Dienste auch direkt neu gestartet werden. Das heißt, ich muss nicht irgendwie einen Webserver neu starten oder so. Das machen wir vollautomatisch, sobald man etwas dran ändert. Dementsprechend werden die Änderungen sofort aktiv. Was ich jetzt natürlich einmal machen muss, ist, ich muss die Seite nochmal aufrufen. Ganz einfach, weil alte Fehler kann PHP natürlich nicht rückwirkend ins Log schreiben. Machen wir das also einmal. Zack, wir sehen, der Fehler ist noch genau der gleiche. Aber wir sollten jetzt einen PHP-Error-Log finden. Ich habe eben definiert, dass das ins Temp-Verzeichnis geschrieben werden soll. Dementsprechend gehe ich einmal wieder in der Verzeichnisstruktur nach oben und wechsle dann in das Temp-Verzeichnis. Und ja, wir finden hier die PHP-Errors.log. Die lade ich mir jetzt einmal runter und mache auch die wieder im Notepad auf. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Und habe hier jetzt ganz einfach die Error-Ausgabe vom PHP. Ich sehe, es ist ein Fettel-Error, Namespace, Declaration, Statement has to be the very first statement und so weiter und so fort. Inklusive Angabe der PHP-Datei, wo dieser Fehler auftritt. Wenn sowas nach einem Update auftritt, könnte ich hier wieder sagen, okay, das ist unterhalb von typo3.conf.ext und dann der Extension-Name. Ich könnte jetzt wieder per Hand erstmal die Extension deaktivieren, um sie danach dann abzudaten oder zu ersetzen oder wie auch immer. In diesem Fall weiß ich ja gerade, was ich getan habe und ich weiß, dass das nicht gut war. Entferne das hier einmal wieder und würde die jetzt neu hochladen. Dafür muss ich einmal wieder in das richtige Verzeichnis wechseln. Starter Kit, Classes, View Helpers, Menu. Einmal die fehlerhafte Datei überschreiben und damit sollte meine Seite wieder funktionieren. Jo, das hat geklappt.
Also so mache ich im Prinzip ein ganz grundlegendes Debugging. Ich habe einmal die Möglichkeit, es für zum Beispiel das Content Rendering von Typo 3 über den Content Exception Handler zu machen, indem ich den im Setup, ich zeige es gerne nochmal, also im Template-Modul auf der Root-Seite, kann man auch auf einer Unterseite machen, ich würde es erstmal immer im Root-Template machen, über Info bearbeiten, Setup eintrage. Die genaue Schreibweise ist config.contentObjectExceptionHandler gleich 0. Damit kriege ich Fehlermeldungen im Frontend, wenn irgendwie ein Fluid-Template oder so nicht richtig gepasst werden kann. Ich kann Typo 3 über das Install-Tool in den Debug-Modus versetzen. Da kriege ich dementsprechend genauere Fehlermeldungen, wenn Typo 3 selber noch funktionieren kann, dementsprechend das eigene Handling noch eingreifen kann und eine Fehlermeldung überhaupt protokollieren. Das geht über Configuration Presets, Debug Settings, einfach alles auf Debug bzw. live, wenn man dann fertig ist, wieder zurücksetzen. Und ich kann die PHP-INI bearbeiten. Wenn selbst Typo 3 mit den eigenen Fehlern nicht mehr klarkommt, kann ich mir so einen Log schreiben lassen und dann damit weiterarbeiten. Also wenn Typo 3 eben gar nicht mehr startet. Ja, das wären so die wichtigsten Dinge, die ich euch gerne zeigen wollte, was das Debugging von Typo 3 angeht. Wir hätten jetzt auf jeden Fall noch ein wenig Zeit für Fragen, wenn denn welche da sind. Die könntet ihr gerne in den Chat schreiben, sei es zu dem, was ich euch gezeigt habe oder zu dem, was Philipp da gezeigt hat. Dann gehen wir da jetzt gerne noch drauf ein. Genau, die Frage war, ob es das Webinar später als Aufnahme geben wird. Ja, wir veröffentlichen später alle Webinare auf unserem YouTube-Kanal, also youtube.com/mitwald. Da werden nach einer gewissen Zeit, wenn das Webinar dann bearbeitet wurde, auf YouTube bereitgestellt. Okay, ich würde sagen, wenn keine weiteren Fragen da sind, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und wir hoffen, dass ihr euch das Webinar gefallen hat. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.